Zum 76. Geburtstag des King of Rock dachten sich Fans in Japan was ganz Besonderes aus. Mit einem Elvis-Imitator-Wettbewerb am 9. Januar gedachten sie der Musiklegende. Für den Titel King of Rock müssen die Imitatoren mindestens 3 Kriterien erfüllen: passende Stimme, Make-up und Kostüm. Und natürlich die Fans begeistern. Egal wie es ausgeht, Spaß ist alles. Unsere Aufgabe ist, Elvis den Japanern bekannt zu machen. Und das hoffe ich zu tun. Viele Fans schauten sich die 5 Elvis-Imitatoren auf der Bühne an. Es ist zwar nur ein Wettbewerb, doch jeder ist wie Elvis. Es erinnert mich so sehr an Elvis, dass ich fast weinen musste. Es ist nicht wirklich er, doch ich fühle die unglaubliche Gegenwart von Elvis, als ob er noch am Leben wäre. Der diesjährige Gewinner überzeugte in einem schwarzen Lederanzug und sang einen Mix aus Songs wie Heartbreak Hotel und Hound Dog. Die Leute sind körperlich größer und jeder singt wirklich gut. Egal wie es ausgeht, ich möchte ihnen einfach zeigen, was ein japanischer Elvis-Imitator drauf hat. Dem Gewinner des Imitatorenwettbewerbs winkt ein Auftritt in den USA als Japans Vertreter des King of Rock.